So, hallo meine Lieben, Wochenende, neues Projekt hier von mir. Und zwar hatte ich mir gedacht, war mein Notfallkoffer vom Auto abgelaufen, dann schnappe ich mir doch einfach mal die goldene Notfalldecke und ja, bastel mir sozusagen daraus mein neues Projekt, was ich euch jetzt sozusagen hier zeigen werde heute. Und zwar bringe ich jetzt einfach mal erstmal als Klebemittel den Acrylbinder auf die Leinwand, verteile den sozusagen schön, dass die Leinwand überall benetzt ist, dass dann auch später die Golddecke gut haftet. Und ja, dann ziehe ich sozusagen mit dem Spachtel die Golddecke drüber und alles schön glatt. So, alles ausreichend benetzt. Jetzt kommt die Decke. Ihr könnt natürlich ganz klar wählen, ob ihr die silberne Seite oder die goldene Seite nach oben setzt. Ich dachte mir einfach, ja, hinsichtlich Weihnachten, alles so ein bisschen golden. Und dachte ich mir, ich benutze jetzt einfach mal die goldene Oberfläche. Die silberne hatten wir ja zu Genüge bei den Aluminiumprojekten. Und ja, jetzt lassen wir es einfach sozusagen ein bisschen golden werden. Hier einfach, ja, probieren relativ gerade die Decke aufzutragen. Ich habe jetzt einfach mal meinen Kunststoffspachtel genommen und habe jetzt die Goldfolie damit etwas glatt gezogen, die Luft auch ein bisschen rausgestrichen. Und ja, selbst wenn ein bisschen Luft drin bleibt, so wie bei mir jetzt auch, ist es gar nicht schlimm. Das sorgt letztendlich ja nur für mehr ja, Effekte, sage ich mal, in deinem Bild später. So, das ist jetzt soweit in Ordnung für mich. Ich lasse es jetzt über Nacht trocknen, den Binder austrocknen und fange dann morgen an, die Acrylfarbe auf die Leinwand zu bringen. So, alles schön trocken. Fangen wir doch heute einfach mal mit einem schönen Fliederfarbton an. Den habe ich jetzt schon lange nicht mehr benutzt. Oben setze ich Fliederfarbton, unten ja, Petrolfarbton an und mische jetzt die beiden Farbtöne über die Leinwand drüber. Wieder ein bisschen natürlich Wasser drüber sprühen. Das merkt ihr ja auch, dass ihr dann einfach mit den Farben besser spielen könnt. Und ja, legen wir einfach mal los. Ja, noch ein bisschen Cadmium-Orange, denke ich mal, passt als Farbton hervorragend dazu. Ein paar Punkte gesetzt und ja, verteile ich das schön auf der Leinwand. Herrlich.
Das macht Spaß, Leute. Ihr könnt jederzeit mit dem feuchten Pinsel die Farbe wieder komplett rauswaschen, ne? Ich möchte sozusagen nicht alles von der schönen goldenen Folie bemalen, sondern ich möchte ja auch später, dass das Gold noch richtig schön zum Vorschein kommt. Und hier seht ihr ganz toll, einfach mit einem nassen Pinsel drüber fahren und ihr könnt ja komplett alles von der frisch aufgetragenen Acrylfarbe wieder runternehmen. Ja, ich denke, jetzt haben wir doch auch so ein paar weihnachtliche Farbtöne. Das Gold, dann ein bisschen dieses Grün, was so an Weihnachten, an Weihnachtsbaum erinnert. Ja, jetzt setze ich einfach noch mal so ein bisschen bezüglich den Weihnachtsbaumstamm mit dem Braun noch so ein bisschen Farbakzente auf das Bild drauf. So, die Leinwand ist ja jetzt noch ein bisschen angefeuchtet worden und jetzt einfach mit einem trockenen Tuch drüber fahren und die Farbe so ein bisschen mehr von der Leinwand wieder runternehmen, weil es ist natürlich zu dicht die Farbe aufgetragen. Das Gold kommt mir deutlich zu wenig zum Vorschein und darum, ja, tupfe ich jetzt praktisch einfach mit einem trockenen Tuch die einzelnen Farbschichten wieder vom Bild runter.
Ja, das sieht doch schon mal ganz toll aus. Also wirklich, dieses Tupfen, das macht mir so Spaß. Also egal, ob ihr mit einem Schwamm arbeitet und die Farbe per Tupftechnik auf die Leinwand bringt oder einfach ein trockenes Tuch nehmt und über die Leinwand drüber tupft, das ergibt so unglaublich tolle Strukturen. Das ist letztendlich so simpel, aber gleichzeitig wirklich so effektiv. Probiert es unbedingt mal aus, ihr Lieben. Ja, also die erste schöne Farbschicht ist drauf. Das lasse ich jetzt auch wieder über Nacht trocknen. Und morgen geht es dann sozusagen mit etwas dunkleren Tönen, sage ich auch mal mit Schwarz direkt, geht es dann weiter. Ja, so wie bereits gestern versprochen, starte ich jetzt mit einem Schwarzton und ja, trage das wirklich großzügig auf die Leinwand auf. Vermische auch Schwarz so ein bisschen mit weißer Acrylfarbe, dass sich zum Teil auch ja, so ein Grauton breit macht auf dem Bild und ja, werde es dann nachher an gewissen Stellen wieder runternehmen. Aber jetzt einfach mal komplett Gedanken, Kopf einfach mal abschalten, ganz, ganz einfach jetzt mal drauf losmalen.
So, zweite Farbschicht ist aufgetragen. Das kennt ihr ja schon sozusagen von gestern. Jetzt will ich wieder die obere Schicht natürlich wieder runternehmen, sodass dann von unten dieses Grün schön hervorsticht und natürlich ganz wichtig auch, das Gold wieder zum Vorschein kommt. Das Bild soll jetzt erstmal abtrocknen wieder. Morgen kommt dann der Feinschliff. Und so seht ihr jetzt das Ergebnis von heute. Sieht ja wirklich schon richtig toll aus. Und ja, wie gesagt, morgen geht's weiter, ihr Lieben. So, heute kommt dann der Feinschliff. Ich habe mich jetzt wieder für ein tolles Türkis entschieden. Und habe das mit Medium und mit Wasser ein bisschen verdünnt, sodass es sich wieder auf der Leinwand besser verteilen lässt. Man kann damit dann auch besser spielen. Und ja, werde es jetzt sozusagen über die Leinwand verteilen. Oben den Bereich werde ich so lassen, das gefällt mir schon ganz gut. Also da schimmert ein Teil grün noch durch und links ist es violett noch sehr dominant. Auch das Schwarz gefällt mir oben ganz gut, nur unten, sage ich mal, denke ich mal, trage ich jetzt das Türkis ein bisschen auf, werde es gleich auch wieder ein bisschen rausnehmen und schaue dann einfach mal, was für Strukturen entstehen.
Ja, genau so geht es in die richtige Richtung. So wollte ich es haben. Dann werde ich oben noch ein bisschen, sage ich mal, die Farbe wegtupfen von dem Blau. Und ich finde, das kann man schon fast so stehen lassen. Das finde ich wirklich ganz toll. Ja, das sieht doch richtig toll aus. So werde ich es jetzt lassen. Das Bild ist für mich so fertig. Ich finde, es ist ein ganz, ganz tolles Projekt geworden. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, mit der Rettungsdecke mal zu arbeiten. Das habe ich jetzt zum ersten Mal versucht. Und ja, ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich habe da noch ein bisschen was übrig. Ich denke mal, beim nächsten Projekt werde ich das mit Aluminiumfolie ein bisschen kombinieren. Und ja, vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei wart. Und ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch kein Abo bei mir habt, würde ich mich riesig über ein Abo freuen. Und ansonsten gibt es zu sagen, ihr Lieben, ich wünsche euch einen ganz tollen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.